Al-Ghazali erwähnte eine Sache, die hier auch mit dem Ende des Menschen zu tun hat, die auch sehr interessant ist. Das hat ja nicht unbedingt jetzt mit diesen Sünden zu tun, die wir gerade erwähnen, aber es ist eine Form der Sünde, und zwar die Ketzerei. Und mit Ketzerei ist gemeint, von dem sogenannten Rechtsglauben abzuweichen. Vom Rechtsglauben abzuweichen, ich meine mit dem Rechtsglauben, der Aqidah der Ahl Sunnah wal Jama'ah, davon abzuweichen, unbewusst oder bewusst. Bewusst ist es meistens nicht, meistens geschieht es eher unbewusst. Er sagt, dass diese Fehltritte in den Glaubenseinstellungen, eine Ursache dafür sein können, dass man am Ende seines Lebens komplett abschweift. Und zwar aus dem Grund, er sagt, mit dem Tod, also sobald der Mensch verstirbt, lösen sich für ihn einige Schleier. Und er sieht die Dinge in ihren Realitäten oder zumindest einige davon. Das heißt, wenn er in gewissen Dingen vom Rechtsglauben abgewichen war und am Tod lösen sich für ihn einige Schleier und erkennt, dass er falsch lag, und das ist eine sehr brenzlige Situation, diese letzten Momente sind für den Menschen sehr brenzlig und er ist verwirrt und verwirrt und verstört. Und da kann es durchaus passieren, dass er Dinge anzweifelt, die eigentlich für ihn wahr waren. Weil er war ja fest überzeugt von dieser Sache, von dieser Ketzerei, ich nenne sie Ketzerei, die Bid'a im Deutschen. Und sieht nun, dass er falsch war. Und das kann sich natürlich, das kann eine Reaktion auslösen, dass er dann auch noch Dinge anfechtet oder anzweifelt, die eigentlich gar nicht anzweifelbar sind, die eigentlich, in denen er eigentlich auf dem Rechten war. Naja, und besonders betroffen sind davon Menschen, denen ihr Glaube reiner Taqlid ist. Taqlid bedeutet, yani, es ist sowas wie ein blindes Befolgen. Sie wachsen in ihrem Glauben auf, nicht aufgrund von Erkenntnis oder nicht aufgrund, weil sie wirkliche Überzeugung, es ist einfach Taqlid. Also er ist so aufgewachsen, hat das so übernommen, hat sich nie damit beschäftigt, kann seine Standpunkte nicht verteidigen, das nennt man Taqlid. Der Iman einer solchen Person ist gültig, aber es geht darum, dass diese Menschen sehr anfällig für sowas sind.